Herzlich willkommen zu einem neuen Video von kreativekirchti.de. Ich wurde gefragt, ob ich helfen kann bei einer Schaltung für ein Motorrad, wo die Ganganzeige über LEDs realisiert werden soll. Nach dem Starten des Motorrads oder nach dem Einschalten der Zündung kommt jetzt also ein Lauflicht, wo alle LEDs der Reihe nach angehen und dann ausgehen. Und dann ist die zweite LED an für erster Gang, neutral 2, 3, 4, 5, 6. Ihr seht auch hier links den Serial Monitor, wo wir den aktuellen Gang gerade sehen. Und jetzt kann ich eben über diese beiden Taster die LEDs eben hoch und runter schalten, je nachdem, wo ich bin. Natürlich, wenn ich am letzten Gang oder am ersten Gang angekommen bin, dann geht es nicht weiter, sondern bleibt auf dem ersten Gang. Und dann kann ich wieder hoch und runter schalten, je nachdem, wie ich gerade fahren möchte. So sieht das Ganze also in Arduplock aus. Sorry, ich weiß nicht, Arduplock wird hier nicht scharf, aber ich denke, es geht einigermaßen. Ich habe hier oben zwei Variablen, einmal Timer und einmal Gang. Mit der Timer-Variablen bestimme ich, wie schnell beim Starten mein Lauflicht der Ganganzeige ist. Das ist dieses Programm hier, man sieht hier jetzt Time 1. Hier werden die LEDs eingeschaltet und nach der abgelaufenen Zeit dann wieder ausgeschaltet. Dann sehen wir hier Gang. Diese Variable Gang mit dem Wert 2 bestimmt also, wo die LED-Anzeige startet. Vielleicht ist mal eine andere Version, dann wäre der Wert 1, da würde die erste LED angehen. Das Unterprogramm 0 habe ich euch gerade gezeigt, das Lauflicht am Anfang. Danach frage ich lediglich meine beiden Taster ab, einmal hier den digitalen Pin 2 und einmal den digitalen Pin 3. Und da habe ich mir es einfach gemacht. Ich frage also alle 100 Millisekunden ab, ist der Taster noch gedrückt? Wenn ja, dann bleibe in dieser Schleife drin. Und wenn nein, dann springe eins weiter. Ich habe die Variable hoch dann auf angesetzt und die wird im nächsten Schritt abgefragt. Und damit ich die nur einmal abfrage, denn ich möchte nur eine LED weiterschalten, schalte ich die direkt wieder auf Low und sage Gang plus 1. Das gleiche mache ich dann mit runter. Wenn der digitale Pin 3 gedrückt wird, dann passiert genau das gleiche. Nur eben, dass ich die Variable runter auf High setze, die dann hier einmalig abgefragt wird und den Gang minus 1 macht. Zusätzlich habe ich eben das kleine als und größer als hier mit 7 und 1 drin. Während es mehrere Gänge müsste man hier eben 8 machen. Beziehungsweise wenn man bei 0 anfangen will mit Zählen, dann könnte man hier auch bei 0 anfangen. Nachdem ich das hier gezählt habe oder weiß, in welchem Gang ich bin, frage ich lediglich hier noch ab, in welchem Gang bist du gerade? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann schalte ich jeweils die passende LED an und damit ich mir das Ausschalten sparen kann, setze ich einfach pauschal alle LEDs hier auf aus und wenn alle aus sind, dann setze ich die passende LED eben auf ein und damit habe ich meine Ganganzeige. Ich denke, ich schaffe es die nächsten paar Stunden oder zumindest morgen, das Programm dann hochzuladen. Sobald ich es hochgeladen habe, ist der Link unten auf der Seite drin.